Eingediegenes, Hadoppelo und herzlich willkommen hier zu Ghost Recon Wildlands Folge Nummer 20. Wie geht's euch, Freunde? Ich hoffe, soweit alles senkrecht. Und ja, ich bin hier grundsätzlich direkt in einer Mission schon, also fast. Ich stehe so quasi vor der Haustür. Das Ding ist einfach, dass ich musste die Aufnahme neu starten. Problem an der Geschichte, ganz kurz und bündig erklärt. Beim Mikrofon dachte so, nö. Da mache ich nicht mit. Ich habe den Filter ein bisschen umgestellt und das hat ihm halt nicht so gut gepasst. Leider. Von daher habt ihr jetzt den ach so tollen schicken Anflug verpasst. Da habe ich eine schicke Funktion genannt Nvidia Ansel probiert. Hat eh nicht geklappt. Von daher ist nicht so tragisch. Geil. Das kann ich gebrauchen. So, zack. Gedämpfter Schaft, Sturmgewehr Schaft. Da muss ich jetzt eh mal kurz direkt nachsehen. Gehen wir auf Ender. Ich gehe wieder auf Farbauswahl. Ich Esel. Ja, nochmal Präzision braucht man es an der Stelle eigentlich ja nicht. Von daher nicht so tragisch, würde ich jetzt mal fast behaupten. Natürlich hier noch immer verbuggt. Unterlauf. Granatwerfer wird mir immer wieder, sobald ich ein neues Teil bekomme, auch wieder als neu angezeigt. Das ist sehr, sehr komisch. Ne? Was haben wir hier noch? Habe ich vielleicht eine neue Waffe auch am Start? Da haben wir was. Die Auga 3 habe ich doch eh. Witzig. Fertigkeiten gibt es auch was Neues, wie ich sehe. Verfügbar. Ja, okay. Cooldown, der ist jetzt nicht irgendwie schlecht oder so. 35 Sekunden Cooldown, Krachmacher. Was haben wir hier noch verfügbar? Sprengladungen. Wirkungsradius auf 8 Meter, Panzerung. Ja, das ist irgendwie noch nicht so relevant. Das hier vielleicht. Aber ich spare ja aktuell auf das und auf das hier. Dass das jetzt mal voll ausgebaut ist, dass ich die Drohne eigentlich mal maximal nutzen kann. Also maximal, was Laufzeit und Reichweite betrifft. Alles andere ist ja nicht so, wie soll ich sagen, relevant derzeit. Ich komme ganz gut klar, von daher ist es nicht so schlimm. So, springender Punkt. Anreise leider habt ihr verpasst, deswegen heißt es nicht, dass ihr jetzt irgendwas verpasst habt, was Action geladen war. Nein, ich muss sowieso zu Fuß laufen, weil leider Gottes, wie soll ich sagen, die Unidad hier das Sagen hat. Und die sind schlimmer als die Seuche. Weil die haben dich sofort und überall. Ich selber habe letzte Zeit kaum bis eigentlich gar nicht gespielt, um ehrlich zu bleiben. Und hatte nicht so viel Zeit, aber heute bin ich hier wieder mal voll involviert. So, das Beschissene, um es jetzt mal doof auszudrücken, ist halt einfach, dass... Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ich verliere gerade ein bisschen den Faden, wie ihr merken könnt. Die Unidad macht es mir nicht gerade leicht. So. Hier komme ich nur rein, wenn ich nicht den Button pushe, sondern... Die Helikopter sind auch extrem kacke. Ich will hier nur einen Eingang finden. Das wäre mir eigentlich das Einzige, was... Das ist aktuell ein einsamer kleiner Soldat, mitten im Bunker. Okay, dann hauen wir mal die Drohne in die Luft. Geh in Position. Er sagt, ich gehe in Position und machen oder nix. Läuft bei dir, Junge. Ach, hier ist eine Tür. Das ist ja schon mal gut. Ein Generator. Klemmen wir ihn den Strom ab? Hab noch einen Tango, noch ein dritter. Auf alle Fälle werden wir die ganze Anlage stromlos machen. Weil ich... Also wenn die Tore richtig programmiert sind, unter Anführungszeichen, dann müsste das Tor ja zu bleiben, auch wenn jetzt Verstärkung eintrudeln sollte. Kommen die dann nicht rein? Theoretisch. Da haben wir noch Scheinwerfer, ja, das ist... Das aktuell E-Tag.
Aber jetzt den Ort entdeckt, ist ja schön. Scharfschütze im Turm. Okay, ich würde sagen, wir haben hier soweit mal das Gröbste. Die Scharfschützen sind halt. Scharfschütze im Turm. Wir haben hier Suchscheinwerfer. Okay, das. Ich zähle 15. 15, das schafft man. Das Ding ist halt nur, man muss taktisch machen. Ziel mit Maschinenpistole. Markiere Ziel. Achte auf die Umgebung. Suche eine gute Position. Alles klar, geh in Position. Die zwei müssen auf alle Fälle mal raus. Ziel erfasst. Gib Zeichen. Ich werde mich aber hier gleich durchschlagen. Mit dem einfachen Grund gebe ich einen Schuss, das, ihr kennt es ja, Simultanschuss. Dann machen die auch ein kleines Feuerwerk. Bleibt nur zu hoffen, dass ich hier nirgendwo. Nein, hier ist keiner in der Nähe. Feind am Boden. Okay, aufatmen. So. Jetzt heißt's. Unten bleiben und zum Generator vordringen, ohne hier irgendwie durchzudrehen. Das wird gar nicht so easy, wenn ihr mich fragt. So, der Generator ist hier. Ich muss den zerstören. Das heißt, ich muss den lieben Generator mit einer Granate ausschalten. Nee, den kann ich ausschalten auch. Blödsinn, ich muss den einfach hier kaputt schießen. Die sehen mich aktuell nicht. Aber der Scharfschütze wird mich hier oben sehen. Oder auch eben nicht. Locker bleiben. Unitate mit einer Maschinenpistole, er ist allein. Der Parkplatz. So. Okay, Generator. Unschädlich gemacht. Jetzt mal kurz hier wieder ein bisschen zurückziehen und Luft gewinnen. Die ahnen Gott sei Dank noch nichts. Das ist ja schon mal positiv. So. Ich meine, ich hoffe nicht, dass ich jetzt mir selber einen Stein in den Weg gelegt habe. Bin bereit. Tango ist markiert. In Bereitschaft. Weil ich musste hier rein, ne? Wenn hier sonst keine. Wir sind bei 15. Da ist eine Tür, das ist ja immer gut. Tango markiert, er steht sehr nah bei Zivilisten. Aber ich habe den Anführer trotzdem noch immer nicht. Der muss hier irgendwo wahrscheinlich in diesem Häuschen das sein. Sind Tango, Zivilisten aber auch. Oh shit, das hier ist ein eigenes Kapitel, die haben ja hier alles. Ah, das Tor ist offen, das habe ich bewirkt. Mit dem Ausschalten. Mit dem Ausschalten des Generators habe ich das provoziert. Auf deinen Befehl. So, ich suche mir hier nämlich nur. Ich will den Typen erwischen. Boah, das war knapp. Das war knapp. Alter Schwede. Okay, ich hab das Tor aufgemacht. Ja, gut. Das heißt, ich kann jetzt mal problemlos unter Anführungszeichen rein. Sprich, ich brauche kein Fahrzeug. Haken an der Geschichte, ich muss noch immer an verdammt vielen Soldaten vorbei. So, jetzt schauen wir wieder mit der Drohne, was wir machen können. Das Ding ist nämlich einfach. Alles schön und gut, ja, mit reinmarschieren, eskalieren und draufhauen. Nur das findet halt das die Unidad nicht so geil. Weil das die Unidad. Ja, das sind. Oh shit. Ich bin hier aktuell.
Nee, die Position wird dir nichts. Von dieser Seite, wenn ich reingehe, das wird Die Kerne eher. sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Ich nehme nämlich Hab die das Ziel. Scharfschützen raus. Auf dein Zeichen, Boss. Verdammt, hat die Mörser? Ein Drecksack weniger. Da haben wir die Scharfschützen eliminiert. Ich werde hier nicht durch die Vordertür reinmarschieren von der Straßenseite, sondern ich hoffe, ich kann hier rein. Ich hoffe es, aber das wird sich jetzt noch rausstellen. Oh shit, ich will das wirklich mal hier ordentlich schaffen, weil Unidad-Alarm ist das Schlimmste, was es gibt. Weil die hauen nicht nur drauf, die Wir haben geben einen auch. Soldaten mit einer MP. Sag mir wo. Beim Gefängnis. Die geben nämlich auch Saures und das ist scheiße. Okay. Dann machen wir das jetzt anders. Ich werde mir da jetzt eine Höhe verschaffen und von oben alle rausschießen, die einen Blick auf mich haben, einen direkten Blick. Das sind nämlich doch auch einige, ne? Vor allem hier hinter der Tür. Das wird gar nicht so leicht. In Position, Ziele markiert auf dein Zeichen. Da ist Ich sehe das versperrt. Ziel. Ziele fest. Bin Denn bei bereit. der Mörseranlage nehmen wir auch gleich raus. Bereit Das für den ist Angriff. eh zu weit weg. So, wenn der jetzt noch stehen bleibt, dann haben wir schon gewonnen. Dann kann ich. Scheiße, der geht runter. Ist ja. Erwischt. Hat einer Verdacht geschöpft? Nein. Sehr gut. Dann können wir durch die Tür mal rein. Die bewegen sich. Ich hoffe nicht, dass die raufgehen, weil dann haben wir ein Problem. Doch, der eine geht rauf. Der findet dann seinen toten Kollegen. Das ist schlecht. Das war auch knapp. Die befinden sich alle im Haus. Uiuiui. Okay, da haben wir hier mal einen. Ich wette, dass ich hier rein muss. Ziel markiert. Kommt der raus? Das wäre jetzt natürlich mega geil. Nee, die bleiben beide drin. Oh wow, das. Ich dachte schon, der geht jetzt Bleib zurück, daneben. der Tango könnte dich sehen. Die stehen da unter mir. Fuck, Alter. Die Drohne ist oben. Die habe ich komplett übersehen. Wo kommen Ziel die her? markiert. Auf dein Ziel fest. Ich habe das Ziel. Da ist auch noch eine Patrouille unterwegs. Feind gesichtet. Komm, holt gleich. Treffer Tango getroffen. Das musste ich. Ich musste jetzt einen Okay, Simultanschuss ist gut. so verschenken, weil das wäre sonst zu krass gewesen. Die Patrouille, die hätte mir sicher sonst irgendwo das Genick gebrochen. Jetzt. Ach, das ist das. Scheiße, jetzt werden die hier. Ach, du Schat. Oh shit, oh shit, oh shit. Nein, ich muss laden, verdammt. So, dann warten wir, bis er hier oben steht. Weil der hätte jetzt ganz sicher seinen Kollegen in der. Also seinen toten Kollegen in der Mörserstellung gefunden. Und das wäre jetzt ganz, ganz schlecht gewesen. Ja, komm, mach ein bisschen Lärm, hast eh recht, kein Problem. Ich wechsle jetzt trotzdem auf Sturmgewehr, aufs MK17. Falls nämlich er eskalieren sollte, dass ich schnell reagieren kann, das geht mir im Sturmgewehr doch deutlich besser als. So. Okay, wir sind hier soweit mal drin im Gebäude. Nein, das ist nicht der Hauptmann. Muss ich jetzt alle Zellentüren
einzeln durchsuchen. Also Rebellenleutnant, Rebellenhauptmann. Ich glaube, das muss ich jetzt anders machen, weil jeder jetzt hier aufbrechen. Nee, der ist ganz gechillt, der Typ. Oh shit, ich bin ja ganz tief drin in der Höhle des Löwen. Der ist es auch nicht. Ihr solltet eigentlich davonlaufen, ihr Eseln. Das sieht nach einem. Ja, komm, dann wechsel noch Munition. Da kann ich eh nicht rein. Das ist aber auch nur so ein kleines Lager. Die gehen ja auch raus. Die scheißen sich ja nichts, ne? Boah, verdammt, wie viele sind hier? Das muss er sein. Mal sehen, was er weiß. Ah. Gracias por esto, hermano. Ahora toca continuar juntos. ¿Qué carajo, pues? Da ist er. Komm halt die Fresse. Reden. Komm. ¿Qué carajo? Wer zur Hölle seid ihr? Wir sind eine Chance, die Motherfucker aufzuhalten. Ich suche General Baro. Mierda. Ich war mal im Stab von dem Pendejo. Er war sogar bei meinem Geburtstag, aber jetzt ist er ein Schwanzlutscher. Wo finden wir ihn? No sé. Kein Plan, wo er ist. Er hat eine Tochter. Mehr Familie hat der Viejo nicht mehr. Sie ist Regierungsbeamte in irgend so einem Kaff in Flor de Oro. Wie war denn nochmal ihr Name? Ah, Erendira. Erendira Buendia. Mit ihr kommt ihr General Baro ran. Gracias. Viel Glück. Okay, Problem. Baumann, ein Ex-Unidad-Hauptmann sagte, General Baro hätte eine Tochter namens Erendira Buendia. Sie lebt in einem Dorf in Flor de Oro und steht im Staatsdienst. Ich habe die ISA darauf angesetzt. Schnappen Sie sich die Tochter. Mit ihr zwingen wir General Baro, sich die sind so bescheuert, wirklich. Wir haben ihr Handy. Ich sende Ihnen die Daten, damit Sie sie selbst tracken können. Schnappen Sie sie und dann Ihren Vater, den General. Hab verstanden. Ihr seid doch behindert. Ganz, ganz ehrlich. Ich muss ja schnellstens raus. Die Typen, die ich befreit habe, ich sag nur so, ja, lauf davon. Ich glaube, das waren alle. Hast du nicht gesehen? Das haben die auch tatsächlich gemacht, nur die haben hier gleich direkt einen Aufstand angezettelt. Was für Idioten, wirklich. Die haben natürlich jetzt hier ein bisschen Alarm ausgelöst. Bowman versteht wohl nicht, was uns ausmacht, wenn sie verlangt, eine unschuldige Frau als Druckmittel einzusetzen. Ach, ein Führungsoffizier, der glaubt, wir machen nur die Drecksarbeit. Damit das klar ist, solange sie keinen von uns töten will, tun wir der Frau nichts. Ist klar. Okay. Ja, alles klar. Rein von... ja, puh, sehr, sehr krass. Wir haben es hier geschafft, ohne richtig Alarm auszulösen, dass jetzt die Rebellen ein bisschen Streit anzetteln, ist eigentlich ja nicht mehr mein Problem. Ja, die Großzahl Baros schwachen Punkt seine Tochter. Er ist dir treu ergeben, aber die zwei haben sich nicht mehr gesprochen seit dem Moment. Bla bla bla. Dann schauen, dass er ihm die Hand reicht, wird er alles tun. Okay. Da müssen wir mal die Tochter aufspüren. Der einzige Weg, an General Baro heranzukommen, ist über seine Tochter Erendira. Wir können sie als Köder benutzen, um Baro zu kooperieren. Überzeugen Sie sie irgendwie. So. Jetzt müssen wir hier beim Start schon direkt mal eine heiße Wende hinlegen. Startbereit. Genau, nämlich das habe ich mir gedacht. So, aber okay, alles gut. Alles gut, wir bleiben hier ein bisschen in Bodennähe, hier beim Fluss. Wenn wir so ein bisschen durch die Bäume fliegen, glaube ich, passiert uns weniger. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, dann ging es kräftig in die Hose. Daher lasse ich mich überraschen, was kommt. Raketenabwehrsysteme, denen ist es ziemlich scheißegal. Wo ich fliege, die ballern sowieso auf mich. Da ist ein Konvoi, bewacht von einem Heli. So, das muss ich. Ich hoffe, das geht sich hier in der Folge noch aus. Dass wir hier noch die Tochter finden. Keine Ahnung, ob das auch so schwierig wird. Ob man da auch so eine Strategie braucht, um reinzukommen. Aber das war jetzt gerade richtig, richtig nice, fände ich. Also, ich muss jetzt selber ein bisschen staunen.
wie ich das jetzt gelöst habe, dachte ich, dass mir die Rechnung tatsächlich so aufgeht. So, wir fliegen einfach durch Stromkabel. Die Tochter des Generals sollte hier sein. Wieso sollte hier sein? Ja, wenn ich sollte schon höre, das klingt eh schon wieder misstrauisch, um ehrlich zu sein. Aber ist ja wurscht, wir steigen jetzt mal hier aus. Ey. Wer hat dir gehupt, seine Bescheuert? Achso, das ist ein Zug. Ey, nicht, dass ich die jetzt davon scheuche, weil... Ach komm. Das werden wir ein bisschen mit der Drohne machen. Schauen wir mal, da können wir... Das ist ein bisschen so wie eine Pupillenerweiterung. Ich dachte schon, die wäre es. Dabei ist das doch ein Kerl. Da ist sie. Denk daran, wir haben nur sie. Wir brauchen sie. Und wenn sie nicht helfen will? Wie gesagt, wir haben nur sie. Okay. Die muss ich verhören. Die ist mitten bei Kindern, hey, von daher glaube ich nicht, dass sich die ist ein schönes Souvenir. Irgendwie groß werden wird. Also ich gehe mal davon aus, die wird jetzt schon keine Knarre ziehen. Das wäre zu krass. Die ist jetzt auch im Haus drin. Hier sind keine Soldaten, nix. Da werden wir jetzt einfach reinmarschieren und die mal kurz verhören. Das wird jetzt wahrscheinlich... Das klingt jetzt wahrscheinlich krass. So. Erendira, Buendia. Wir suchen General Baro. Lo siento. Mire, ich kann nicht helfen. Doch, Sie werden. Der General ist Ihr Vater. Wir wollen nur reden. Okay. Warum soll ich das glauben? Weil Sie keine Wahl haben. Sie glauben, das Kartell ist böse? Wir sind der Stoff, aus dem Albträume sind. Papa? Die Gringos haben mich. Americanos. Mir geht's gut. Sie sagen, sie wollen dich nur... Nein, ich traue ihn nicht. Er sagt, sie sind gefährlich, peligrosos, aber er hat meinen Treffpunkt genannt. Sehr geil. Erreichen Sie den Treffpunkt mit Baro. Ja, da fliegen wir einfach hin, jetzt hat es hier zu regnen angefangen. Typische Bolivien. Wir brauchen General Baro. Freuen wird er sich darüber aber nicht. Zuerst will ich zum Treffpunkt. Egal, das checken wir uns jetzt. Mit dem Heli müssen wir schnell dort sein, das ist nur ein bisschen entfernt. Ich hoffe, da kommen wir jetzt unkompliziert an. Ich hoffe, wir erledigen auch den Typen unkompliziert, dass es nicht jetzt irgendwie eine Sauerei wird. Jawohl, voll durch die Stromleitungen. Die haben Gott sei Dank keine Kollision und hat schon ein paar Mal geschippert. Vorhin war ich so geil im Turbo-Modus drin, das hat so richtig gut gepasst. Ja, jetzt haben wir wieder den Turbo-Modus. So, im Regen, im strömenden Regen stellen wir uns jetzt einem sehr gefährlichen Oberbefehlshaber. Einen sehr, sehr korrupten Befehlshaber. Ja, in irgendeinem Scheißkampf. Augen auf, ich trau dem Kerl nicht. Jo. In irgendeinem Scheißkampf. Oh shit, jetzt hatte ich auch Glück, da war auch schon wieder so eine Luftabwehr. So, schauen wir mal, ob hier gleich die Hölle losbricht. Das wird sich zeigen. Derweil sind noch keine Gefahren in Sicht. Natürlich ist er auch ein bisschen bewacht. Alle mal stehen bleiben. Es sind Gegner in der Nähe. So. Mein zweites Paar Augen. Okay, das ist das einzige Ziel. Verhören Sie. Okay. Der General. Hey, ein Unitatsoldat. Ich sehe ihn bei dem Truck. Vorsicht, der General hat uns verarscht. Schnappt ihn. Wir werden nie wieder Gefangene. Was? Fehlgeschlagen? Ach ja, scheiße, Mann. Ich dachte so... Er hat uns verarscht. Ich dachte, das bedeutet, ja komm, lass dann jetzt... Nein, verdammt nochmal. Ich wusste es. Das war zu leicht gerade. Das war zu leicht. Okay, wir wissen jetzt, wie es abläuft. Da erscheinen einfach Soldaten aus dem Nichts.
Finde ich ehrlich gesagt scheiße, ja. Aber ich werde es wieder von dieser Seite probieren. Weil das jetzt nicht so aus, als wäre. Wir haben Gesellschaft. Oh, immer diese Helikopter. So. Vorsicht! Der General hat uns verarscht! Schnappt ihn! Wer steigt in den Wagen ein? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Aber ein Ziel. Treffer. Haltet den Hauptmann auf. Gib Zeichen. Der hat sich auch so beigeschnappt. Ich glaube, ich spinne ein bisschen. Ich steige jetzt da aber auch ganz gechillt aus. Bewegung, es geht gleich hoch. Zahle, Pendejos. Komm halt die Schnauze. Weiß, wann er sich ergeben muss. Das hätten sie anders haben können. Nicht wirklich, Cabron. Sie haben meine Tochter bedroht. Schade nur, dass ich nicht mehr Männer dabei habe. Boah, Sir, wir sind hier, um Sie um Hilfe zu bitten. Verdammt. Bolivien aber nicht. Das ist ja auch ein spezielles Hilfegesuch. Wir arbeiten mit verdammt, steig ein. Ich bin der Fahrer. Komm, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Behandeln Sie es anders als die Amerikaner? Ihre Tochter ist sicher. Und ob Sie uns helfen oder nicht, Sie werden mitkommen. Boah. Ich meine, das war jetzt schon wieder, was soll ich sagen. Ich muss nur die Helis abschütteln unterm Strich. Ja, nur. Ich fahre ein bisschen zickzack. Vielleicht bringt ja was, ich weiß es nicht. Aber ja, die Helis scheinen jetzt weg zu sein. Aber ich bin halt noch immer, ja, nicht safe. Ja, verloren. Okay, alles klar, jetzt haben wir keine Sorgen mehr, unter Anführungszeichen. Ist nicht wie ich. Sie ist nett, wo ich grob bin. Sie denkt mit dem Herzen. Das werde ich nie verstehen. Weiß nicht, ob wir unsere Kinder verstehen müssen. Sie sollen aber aus unseren Fehlern lernen. Sie schämt sich für mich, oder? Für mich und für meine Fehler. Sie hätte sich vor meinem Feind in England oder Spanien verstecken können. Stattdessen... Nein, ich... Mann! Wir erreichen den Treffpunkt. Haltet die Augen auf. So, greifen. Bastardo, ja, komm, halt die Schnauze. Der hat uns wirklich verarscht. Was für ein Drecksack. Aber wir haben es sehr, sehr gut gemeistert. Ich war in La Paz, um mit dem Präsidenten zu reden, als meine Tochter anrief. Ich weiß schon lange, dass unsere Beziehung zu Santa Blanca unhaltbar ist. Aber ich konnte die Bürokraten nicht davon überzeugen, was zu ändern. Sie kam nicht an den Präsidenten ran. Nein. Und ich fürchte, dass viele Männer und Frauen, die El Sueño in der Tasche hat, meine Absichten kennen. Heutzutage ist Korruption Alltag in Bolivien. Ich hatte so viele Schießereien mit der Unidad, um Mitgefühl zu haben, Sir. Ich wollte dem Land Ordnung bringen, als ich Santa Blanca die Hand reichte. Doch diese Ordnung ist volle Korruption und Gewalt gegen das eigene Volk. Das habe ich zu verantworten und werde es auch ändern. Sieht der Scheiße aus in seinen Haaren. Aber wenn Sie keine Gewalt mehr für Bolivien wollen... Für ihre Tochter. Dann müssen wir dem ein Ende bereiten. Ja, komm. Es gibt noch einige loyale Offiziere, die mir zur Seite stehen. Oh. Und ich habe einen Freund, einen Kolonel in der Armee. Er konnte mir auch helfen. Aber es wird Zeit brauchen. Fangen wir doch gleich an. Ja, komm. Jawohl. Das sieht ja mal... vielversprechend aus. Nomad, hier Bowman. Klasse Arbeit in Floreoro. Jetzt, wo General Baro sich gegen das Kartell wendet und unsere Leute sicher sind, bekommen die korrupten Offiziere in der Unidad Probleme. Und ihre Santa Blanca-Kumpel auch. Verdammt richtig. Mit Baro und seinem Militär auf unserer Seite werden die Unidad-Patrouillen weniger glimpflich mit den Kartellmitgliedern umspringen. Das erzeugt Spannungen. Richtig. Und unsere Rebellenfreunde haben mehr Spielraum. Dann begeben wir uns in rauere Gefilde. Ich melde mich. Nomad Ende. Alles klar.
Video. Check mir auch noch ab. El Mudo war unterlegen. Und das wusste er auch. Was tut man, wenn man keine Armee hat, aber eine braucht? Man kauft eine. Offiziere haben wie Prostituierte ihren Preis. Quebren als Menü. Es war richtig. Ich hätte genau dasselbe getan. Doch El Mudo vergaß. Angst ist immer mehr wert als Geld. Ja, die Schlinge in diesem Sinne zieht sich enger um El Mudo. Schwierigkeitsgrad auf 5 von 5 Totenköpfen in dieser Hinsicht. Die Mission, ich muss hier mal rauszoomen, wir müssen das jetzt noch kurz, ja. Bam, den haben wir gefangen genommen. Der kooperiert anscheinend mit uns. Der gehörte aber ja noch zu und war La Plaga unterstellt in dieser Hinsicht. El Mudo ist noch immer gesperrt, was mich jetzt ein bisschen wundert. Weil ich habe jetzt alle Buchons quasi eliminiert, gefangen genommen. Der war sowieso der hässlichste von allen. Nein, dann habe ich auch gefangen genommen. La Plaga habe ich dann eliminiert. Wahrscheinlich muss ich noch ein paar Infos aufdecken, dann wird er auch freigeschaltet. Achso, Einsatzbesprechung wird vorbereitet. Ja, okay, gut. Von daher würde ich sagen, lass es gut sein. Ja, hat genau gepasst. Richtig, richtig geil. General Baro, zack, erledigt. Auch vom Schwierigkeitsgrad her sehr, sehr hoch. Ehrlich, war eine Herausforderung, muss ich abschließend noch sagen. Mich würde interessieren, ob sich jetzt an was ändert in Zukunft das Verhältnis zu Unidad. Es wäre irgendwie schön, wenn das quasi verfügbar wäre oder möglich wäre, dass die Unidad nicht mehr mich auch zusätzlich noch angreift, sondern so quasi mir hilft, da ich schon den General auf meine Seite gezogen habe. Ich vermute nicht, wäre eine krasse Wendung, aber wer weiß, was die nächsten Folgen bringen. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch. Ich werde jetzt noch abchecken, wo wir als nächstes hingehen. Wir haben ja noch so einen Indianertypen offen für, habt ihr gesehen, für Dingens, ja, für den letzten, da hier, den letzten Buchon in Einfluss, genau, damit der El Cardenal auch freigeschalten ist. Ja, und an dieser Stelle lasse ich kurz nicht labern, ich bin viel zu lang am heißen Brei, wenn Sie gewonnen, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich sehr, sehr freuen. Ich gehe jetzt doch erstmal duschen, wir sehen uns morgen im Livestream. An dieser Stelle bin ich auch raus, rechts im Bild könnt ihr noch die letzte Folge abchecken, links könnt ihr auf Abonnieren klicken und sage damit Tschüss, Ciao und Bye, Bye.